Herzlich willkommen zu einer Sonntagsfolge auf der Karte irgendwo in Thüringen 2.0. Wir probieren jetzt mal gleich mal aus die Ernte auf Feld 41 Weizen. Dazu fahrt immer rüber. Müsste eigentlich auf Feld 60 fertig sein. Ich mache heute eine neue Aufnahmereihe von 6 Folgen für morgen, also Sonntag, und für die nächsten Tage halt. So, hier werde ich nur zwei Arbeiten machen, zwei Löcher. Und dann muss ich die Marsch aufnehmen, ab Montag. Und die Same Days to Die und wie die nicht heißen. Jetzt ist der Urlaub von zu Hause fertig, ist zu Ende. Jetzt geht der Alltag wieder weiter. Das heißt, die Aufnahmen, da kommen wir wieder. Versucht die mal wieder Rhythmus reinzukriegen. Also mit Freitag und mit Donnerstag und mit Sonntag und zieht die anderen Sitten durch. Und das ist aber geerst, das macht aber nichts. Dazu mal kurz berechnen. Kursplay ist nun eine neue Version, also die aktuelle. Zwei Kurs. So. Müsste mit zwei Geräten ganz gut hinkriegen. Ein Vorgewinn, zwei. Ja, das können wir machen. Jetzt holen wir noch einen zweiten dazu. Der meldet Regen an. Deswegen hoffen wir noch einiges noch hinkriegen. Ansonsten gehen wir weiter und machen Mais weiter. Wo ist einer? Unten links oder oben rechts? Oh. Da ist er wieder. Hat sich versteckt. Ja. Der schnell hier noch Rest wegfahren, Weizen wegfahren, den Rest. Und dann. Ja, entweder Strom, mal sehen, mit dem Stromer. Strom mache ich, wie gesagt, nebenbei. Eher zum Schluss. Ja, Strom brauchen wir für die Tiere, also. Aber das kann ich auch bei Regen machen, das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Wichtig ist, dass wir unsere Felder abgeändert bekommen. Die 12 ist ja auch noch. Mit Gerste, soweit ich weiß. Und so schauen wir mal, ne? Die Soja sind noch nicht reif. Auch immer. Wenn wir auch egal. So. Kopieren. Du wirst rechts sein. Ersten Wegpunkt. So, hoffen wir, das klappt. Ich bin noch kein Meister in der Beziehung. Es kann nur sein, dass ich irgendwas verkehrt mache. Oder die Brüder was geändert haben in der Einstellung her. Aber gut. Das ist ja auch kein Territorial, das ist ja einfach so. Ich zeige mein Spiel, ne? Mit allem Risiko, dass es schief gehen könnte. So, der ist fertig, der kann loslegen. Müssten ja die rausschmeißen. Hat sie irgendwie auch nicht allein verstellt. Der Button müsste auch aktiviert sein. Müsste. Jetzt haben wir das Stichwort müsste. Mal stehen. Aktivieren muss ich noch, falls doch nicht, dann haben wir Probleme, ne? Wollen wir nicht. Das ist nur für den Fall, dass ich nicht mehr Haufen fährt. So, die fahren schon mal. Jetzt wartet nämlich den Abstand ein von 100 Meter. Sonst kann es passieren, wenn der andere länger braucht zum Wenden, dass er überhaupt nicht. Ja.
über den Haufen fährt. So. Letzte wollen wir ja nicht, ne? Mal schauen, ob der andere leer ist. Überladewagen? Ja. Viel zu schnell. Er ruckelt. So, der ist leer. Den werden wir gleich einstellen. Hat immer gut geklappt. Ich komme auch nicht mehr. Kann er reinmachen. Dann können wir gleich einen anderen Kurs programmieren von 41. Dann läuft die Ernte auch wieder. Da muss ich mal kurz schauen im Menü, ob die Tiere genug Futter haben und Wasser hätten sie jetzt notwendig Kursplay. So. Das ist nun Original. Also nicht mehr Beta, sondern das Update, das offiziell rausgekommen ist. Auch für die Konsolen. So, Futter haben sie genug, Wasser auch. Und das passt auch. Sauberkeit geht noch. Die haben schon zu schön zugelegt, unsere Mastrinder. Männlich. Mit Euter. Ein Jahr alt. Im Frühjahr kann die auch fast weg. Jetzt haben wir späten Sommer. Die wurden im Prinzip schon relativ groß gekauft. Mit Anfangsgewicht von 800 Kilogramm. Nicht Quatsch, 800 Kilogramm. Ich glaube 80 oder so. Weiß gar nicht so genau. Ah, jetzt Regen. Das ist jetzt geschieht. Das heißt sofort Planänderung. Wenn der Regen jetzt nicht aufhört, und das wird nicht tun hier, wird er nicht tun, dann werden wir gleich mal entlassen. Geht das Ding zu? Nee. Das ist natürlich jetzt äußerst blöd, in Anführungszeichen, weil jetzt ja, das kostet ja jetzt Zeit. Beziehungsweise die machen jetzt leer und machen Dinge dazu. Sieht aus, wie es richtig ist, ne? Ja, aufsteigen ist eh. Nun ist Korn nass. Dann können wir umspringen auf Mais. Nachdem wir das hier schon mal leer gemacht haben. Also wenn mal trocken ist, zum Ernten geeignet ist, dann können wir dann mal hier voll loslegen. Regen, was ich gesagt habe, das wird leider. Aber wir hatten ja viel Regen in Thüringen gehabt, also das Spiel jedenfalls. Ja, und jetzt wollen wir durch, ne? Ungünstig, aber gut, was soll's. Das lassen wir so stehen. Das machen wir gleich zu. Machen wir alles zu, die Gasche auch. Der andere fährt noch die Runde zu Ende und dann kommen wir gleich wieder auf den nächsten Punkt. Hinstellen und vorbereiten. Die können wir bei Bedarf vor loslegen. So,
Arbeit haben wir genug. Wettereinsteller. Ja, wir werden ja zumachen, ne? Ich meine, das wird hier nichts passieren, das ist halt so. Klappen und dann können wir Deckel zumachen hier. Gut. Schauen wir mal, was gerade ist. Auch hier ist Regen. Ja, wie kommt das denn? Na ja, gut, was soll's. Ja. Habt ihr Weihnachten bestanden? Ich sehe gerade die Bäume. Ich bin ein bisschen vergesslich. Für mich ist das schon Geschichte. Ich hoffe, ihr wurde reichlich beschenkt. Da unser Sammelwagen, unser Stroh. Da ist ein Steg dann auch. Parken wir mal wie ein erstmal. Deckel zu. Oh Gott, die Fehler sind zum Glück keine Kollision. Wie gesagt, das Tor reinfahren ins Lager. Als erstes. Das ist nicht gut. Obwohl ein Dolly geht immer noch. Schlimmer ist, wenn du jetzt mit Hänger dran hast. Dann hast du nicht ein bisschen mehr Arbeit. So. Wir wollten aber erst das Ganze schwappen, ne? Weil es im Prinzip haben wir einen Schwatt. Glaube nicht. So, ich hoffe, die Musik ist laut genug. Ich habe die ein bisschen leiser gemacht. So, einen Spatter haben wir nicht. Dann müssen wir eins kaufen. Dann müssen wir Stroh erstmal auf Schwatt bringen, so groß wie möglich. Dann brauchen wir nur nicht so oft sammeln, ne? Also dann reicht es einmal. Zumal wir ja Verband gedroschen haben und das wäre jetzt äußerst ungünstig, wenn wir es mit drei Dingen sammeln würden. Das wäre ein bisschen zu. Der hat 14 Meter, der hat 9, nehmen wir mit 14. Leichte Tiere nach, ob die Futter haben sie gehabt. Stimmt ja. Jetzt holen wir den Schwatter immer in die ersten Felder gleich erstmal schwatten und dann gleich nachher einsammeln. Der Traktor ist gut gefüllt. Packen wir nach. Man weiß ja nie. Ja, heute mache ich 6 Folgen und bearbeiten, hochladen, ab morgen veröffentlichen, ab Sonntag. Ja, und dann nachher die nächste Folge, die neue Aufnahmesession ist dann nachher Silvester. Hauptsächlich vergesse nicht Neujahrsgrüße, beziehungsweise die Grüße zum guten Rutsch.
Aber wird schon tief gehen, ne? Ja, BGH wollen wir auch fertig machen hier. Das war so Silos für die BGH, unser Mais. Aber ich nehme an, der Regen wird uns noch eine Weile begleiten. Für 6 Stunden ungefähr. Jetzt haben wir 13 Uhr, dann kommt dann die Nacht. Oh, das ist ganz schön hier. Gewitter haben wir hier. Großer Blitz. Donner haben wir gesehen, also gehört. Gehört. Oh. So, liebe Zuschauer, das soll es heute gefolgt gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen und mach Tschüss mit dem Winkel. Ciao, ciao. Ja, vielleicht sehen wir uns zur zweiten Folge wieder. Tschüss.